So, moin Leute, lange nichts gehört. Heute mal wieder ein Video. Und zwar habt ihr ja schon gehört, oder wahrscheinlich habt ihr die Andeutung schon mitgekriegt, dass wir hier ausziehen. Haus ist verkauft. Wir ziehen in ein anderes Haus. Ich bin jetzt auch Fulltime-YouTuber. Alles, was hat sich viel geändert. Das erzähle ich euch mal nach und nach irgendwann. Jetzt ist es aber so, wir ziehen gerade um. Es ist sehr wenig Zeit. Aber ich muss, bevor ich hier rausziehe, noch das Video fertig machen. Ich habe das Anke versprochen, dass ich das mache. Die haben mir die Kamera gestellt. Die haben mir zwei Kameras gestellt, weil das eine ziemlich coole Sache ist. Das erzähle ich euch gleich. Aber jetzt muss ich das noch fertig machen, weil im neuen Haus habe ich die Möglichkeiten nicht mehr so. Und deswegen zeige ich euch heute mal die Kamera. Und zwar, wenn ihr jetzt denkt, oh, Kamera... Ich habe ja schon gute. Erstens habe ich die nicht mehr lange. Zweitens kommt noch was dazu. Und zwar sind das Kameras, die Nachtsicht haben, die nachts Farbe zeigen. Die macht ja hier einen relativ hellen Infrarotschein. Und dann sieht man hier alles ziemlich gut. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Und die hier soll nachts ziemlich gute Bilder oder macht nachts ziemlich gute Bilder. Und ich dachte mir erst, ich hatte mir sie angeschaut und habe gesehen, dass die Kamera hier unten eine weiße LED drin hat. Also quasi einfach eine Beleuchtung. Dann ist es natürlich keine Kunst, Farbbilder zu machen. Aber die brauchen natürlich für die Farbe das weiße Licht. Und die Besonderheit ist, nicht nur, dass es eine WQHD-Kamera ist, also 2560 x 1440, sondern die hat auch noch 0,005 Lux-Empfindlichkeit, was ziemlich gut ist. Ich habe das alles erst schon eine Zeit lang ausprobiert. Wie ihr seht, habe ich hier ein Test-Setup laufen, vergleiche das auch immer ein bisschen. Ich spiele euch mal was ein, es schneit gerade ein bisschen. Ihr seht das hier, fusselt so ein bisschen. Und ich finde, auf der Kamera sieht man sehr schön, wie flüssig das Bild ist an diesem Schnee. Ihr müsst bedenken, ich habe jetzt die Kamera nur über so ein DLAN-Steckdosen-Netzwerk-Teil dran. Das ist dann nicht mal eine gute Verbindung. Und trotzdem, ich spiele euch das eben ein, kriegt man echt ein schönes, flüssiges Bild. Es ist jetzt auch nicht gerade super hell, es ist halt Winter. Und trotzdem, also das Bild ist wirklich besser als das, was ich bisher hatte. Ich dachte immer nur, war mit dem Licht, immer wenn irgendwo Licht an ist, habe ich so das Gefühl, der Stromverbrauch. Wenn da 24 Stunden Licht an ist, dann habe ich immer so eine Aversion dagegen. Da bin ich mir mal im Klaren geworden, dass hier natürlich auch 24 Stunden Infrarotlicht an ist. Also zumindest, hier ist es ja auch tagsüber nicht an, zumindest im Dunkeln. Also quasi der Stromverbrauch ist der gleiche. Wahrscheinlich sind die Infrarot-LEDs sogar noch stärker. Aber natürlich ist es, wenn man halt nachts hier dann ein Licht an hat, eine kleine LED, das zeige ich euch nachher mal im Dunkeln, ist es schon was anderes. Ich hatte dann das eine Zeit lang jetzt am Laufen und dachte, eigentlich ist es eigentlich ganz cool. Man hat eigentlich eine kleine Beleuchtung hier im Hof. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, nur gucken wir, dass hier die Autos weg sind. Aber ich habe hier im Hof natürlich auch überall diese Stehlampen. Und da mache ich ja quasi absichtlich Licht an, sobald es dunkel wird. Die leuchten zwar nicht für die komplette Nacht, aber wenn jetzt hier noch ein kleiner Schein von der Kamera ist, finde ich das gar nicht so schlecht. Also ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert. Ich werde im anderen Haus wahrscheinlich komplett auf das System umrüsten. Muss ich mir noch mal überlegen. Aber die Kamera ist so gut, die gefällt mir so gut, dass ich das wahrscheinlich machen werde. Ich zeige euch mal, die Einstellungen sind der Hammer. Also diese Kameras hatten aber einen Vorteil. Die hatten SD-Karten drin. Die SD-Karten sind mir aber ab und zu mal kaputt gegangen. Einfach jetzt nach einer Zeit einfach wahrscheinlich immer wieder draufschreiben, hier gehen sie kaputt. Hat einen Nachteil, wenn jemand die Kamera klaut, mitnimmt, kaputt macht, ist die Aufnahme auch weg. Hat den meines Erachtens den Nachteil, dass immer ein NVR-Rekorder auch laufen muss. Ich bin so ein kleiner Stromsparer und die Kameras sind schon genug Stromverbrauch. Wenn da jetzt noch ein NVR-Rekorder dazu kommt,
ist es mehr Stromverbrauch. Ich habe das jetzt für mich innerlich so vereinbart mit mir. Ich habe sowieso einen Server laufen, der immer läuft, der DNS-Server macht, der AD macht, der bei mir viele Dienste im Haus, also Smart Home und sowas übernimmt. Und der wird auch in Zukunft auf. Der ist auch eine NAS. Ich hatte bisher auch immer eine Synology NAS und die kann auch Surveillance-Server, also die kann auch NVR. Aber was mich daran stört, ist, dass die Festplatten immer hochfahren und sobald, wenn der dauerhaft aufzeichnet, dann, also wenn er wirklich dauerhaft aufzeichnet, laufen auch dauerhaft die Festplatten. Das fand ich immer nicht so schön, weil Festplatten haben auch nur eine bestimmte Lebenszeit. Außerdem verbraucht das alles Strom. Und mein jetziger Server ist jetzt so, der läuft sowieso immer. Deswegen kann der ruhig darauf aufzeichnen. Ansonsten gibt es die, glaube ich, auch mit SD-Karte. Ich habe die jetzt hier, sorry, hier ist ein bisschen viel Verkehr, wir haben hier eine Umleitung am Haus jetzt gerade. Die gibt es hier auch mit SD-Karte und dann kann man auch direkt auf der Kamera aufzeichnen. Aber ich habe jetzt ein komplett anderes System. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz und zwar ist auch ziemlich cool. Das ist hier alles Metall, das hier ist alles Druckguss, das ist alles ziemlich stabil gemacht. Also das ist wirklich, da wackelt alles andere, aber nicht die Kamera. Das ist auch, finde ich, ja, sieht man das, auch ziemlich cool gemacht. Hier endlich mal dieser Ball, der ist riffelig. Das heißt, wenn ich die Schraube anziehe, dann ist das nicht so ein glatter Ball, den man mit Wind und Wetter bewegen kann, sondern das ist alles ziemlich robust. Das ist alles Alu-Gussgehäuse oder irgendein Metallgehäuse auf jeden Fall. Das ist auch komplett dicht. Hinten ist ganz gut gemacht. Unter dem Fuß kann man das Kabel seitlich rausleiten, aber natürlich auch drin, wie ich es hier oben ja auch habe. Das geht nach hinten weg, sodass man es nicht durchschneiden kann. Geht in den Metallrahmen. Ich habe das jetzt nur hier einmal für den Test rausgefriemelt. Ansonsten läuft das in diesem Metallrohr. Wir gehen jetzt erstmal wieder rein. Es ist nämlich ein bisschen kalt. So, um es eben auch kurz zu zeigen, die Verpackung ist völlig unspektakulär. Ist, was einem das Leben ein bisschen einfacher macht, eine Bohrschablone dabei. Der obligatorische Aufkleber, Anleitung. Die Dichtung für das Ethernet-Kabel, weil ich betreibe sie über Power over Ethernet. Und das ist wichtig, dass da natürlich das alles wasserdicht ist. Dichtung noch drin, Trockenpads. Unspektakulär. Ich habe sie aber auch für euch schon mal aufgeschraubt. Und zwar finde ich es auch interessant, dass die Kamera super dicht ist. Also ich zeige euch das mal. Da ist vorne eine Dichtung drin. Hinten ist es ausgegossen. Welche Kamera nehme ich? Ist alles dicht, das Kabel kommt da rein und das ist mit Harz vergossen. Und hier hinten drin ist dann noch dieses Trockenpad drin. Wie gesagt, ist alles irgendwie Alu-Druckguss oder so. Und die Kamera, die ist hier vorne dann mit einer schönen, richtig guten Dichtung abgedichtet. Ich muss immer sowas aufschrauben einmal, um zu gucken, ob das Schrott ist oder nicht, weil ich finde, man sieht schon an der Produktion, ob das auf billig gemacht ist oder ob das auf haltbar gemacht ist. Und hier finde ich es auch klasse, alleine schon, wie die ganzen Boards, alle Boards sind mit Kühlpads an Metallrahmen geschraubt. Und der Metallrahmen ist mit Wärmepad an den Rahmen von der Kamera, also an das Außengehäuse geleitet. Das heißt, da hat sich einer auch ein bisschen über die Wärmeentwicklung Gedanken gemacht. Das heißt, die Kamera stürzt nicht so oft ab oder hoffentlich gar nicht. Langzeittest habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe die jetzt vielleicht 2-3 Wochen. Da bisher lief sie einwandfrei, aber gut, das ist auch nicht so schwer. Schwieriger, also jetzt im Winter geht das sowieso, es ist wirklich kalt. Im Sommer, wenn die Sonne drauf knallt und man hat das Gehäuse vielleicht schwarz lackiert, weil man es gerne nicht ganz so auffällig hätte, dann kann sowas eher schon mal ein Hitzeproblem geben, weil das natürlich komplett dicht ist, die Wärme kann nicht weg. Aber das ist hier ziemlich gut gemacht, zeige ich euch nochmal kurz. Hier die ganzen Wärmepads gehen auf den Rahmen. Hier ist ein Wärmepad von dem Chip auf den oberen Rahmen. Und hier ist ein Kupferblech dazwischen. Ich würde aber sagen, das Kupferblech ist wahrscheinlich eher eine Abschirmung als eine Wärmeleitung. Und dann geht dieses Blech hier und diese Wärmeleitbleche gehen dann hier an das Gehäuse. Ist auf jeden Fall hochwertig gemacht. Baue ich nebenher wieder zusammen.
Also wie gesagt, die Kamera ist meiner Meinung nach zumindest einigermaßen hochwertig gefertigt. Jetzt muss ich sie mal aufpassen, dass ich sie nicht kaputt mache. Ich bin auch immer ein bisschen neugierig. Nicht nur gucken, wie das verarbeitet ist, sondern einfach auseinanderbauen. So. Ansonsten gibt es zu der Kamera eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Was wirklich interessant ist an dem Modell, an diesen neueren Kamera, diese Night Vision Kameras, das ist hier in dem Fall Night Chroma. Das ist eine spezielle Marke von Anke für dieses Verfahren mit einer extrem lichtempfindlichen Linse. Fotosensor, die Linse ist nicht lichtempfindlich. Aber mit einem, da muss natürlich auch ein relativ großes Objektiv. Man sieht es auch, dass es mehr als jetzt diese normalen Billigkameras hat. Und dann einen guten Sensor, einen lichtempfindlichen. Und dann, ich habe das schon ausprobiert, also ganz ohne Licht geht es nicht. Also hier drin hängt auch die hängt hier drin. Und wenn hier stockdunkel ist, man erkennt ein bisschen von dem Switch da, diese Blinken von den Lampen, aber sonst sieht man nichts. Also ein ganz kleines bisschen Licht muss da sein, aber dann ist es ziemlich gut, was die aus dem Restlicht rausholt. Sobald dann diese LED nur ein bisschen glimmt, ich habe die auf 10% laufen, ich zeige euch das alles. Die habe ich auf 10%, man kann das hin und her schieben und dann glimmt hier quasi nur die kleine Funzel. Zeige ich euch auch gleich nochmal, wie wenig das ist. Das mache ich alles ins Dunkle, weil tagsüber ist es einfach ein Top-Bild. Man kann alles einstellen, das zeige ich euch kurz. Also unglaublich, wie viel man da einstellen kann. Zum Beispiel, was auch sehr gut ist, ist H265 Plus. Das ist, es gibt ja H264, das sind ja so die Standardvideos, die man so aufnimmt. Die haben relativ viel Volumen nachher auf dem Datenträger, also auf der NAS. Und dann gibt es ja 264 Plus, 265 und 265 Plus. Und die haben hier 265 Plus, das heißt, man hat eine sehr gute Qualität mit ganz wenig Speicherplatz verbraucht. Also das ist wirklich schon mal gut. Und ihr seht das gleich an den Einstellungen. Okay, ich baue die kurz wieder zusammen, dann schraube ich sie an und dann sehen wir uns nämlich vorm Rechner und dann nur noch kurz im Dunkeln wieder. Einmal draußen, wie weit dieser Strahler strahlt. Dann einmal drin, mit wie wenig Licht man quasi den Raum hell kriegt. Das ist nämlich auch ziemlich cool. Und im Endeffekt wollte ich dann eigentlich noch mal kurz, also quasi mit der Kamera filmen, wie hell diese Lampe dann ist, ob das stört auf dem Hof. So, dann erstmal Entschuldigung dafür, dass der Ton so schlecht ist. Ich muss jetzt mein Headset nehmen, weil ich mein Mikrofon schon eingepackt habe in Kartons. Das muss heute mal so gehen. Also das ist quasi die App, die man dazu kriegt. Die ist relativ umfangreich. Ich habe das alles jetzt noch gar nicht ausprobiert. Das ist einfach nur, um euch zu zeigen, okay, das ist wirklich viel. Das meiste zeige ich euch jetzt auch gar nicht hier quasi im... Oh, habe ich das zweimal hinzugefügt. Ich wollte eigentlich nur die Kameraqualität euch mal zeigen. Jetzt ist leider schon die Sonne wieder ein bisschen weg. Gerade eben war noch ein bisschen Sonne da. Das sieht dann immer ein bisschen schicker aus, aber das ist das, was ich meinte. Es ist schon ein relativ flüssiges Bild. Das sieht man so ein bisschen an den Schneeflocken. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erfasst, ob man das so sieht. Doch, das sieht man so beim Stream. Ja. Das ist eigentlich echt ganz gut. Gefällt mir richtig gut. Das Bild ist auch gut. Also ich blende euch mal von meinen alten anderen Kameras zum Beispiel das Bild ein. Das hat dann zum Beispiel in dunklen Flächen schon da Detailschwächen, sage ich jetzt mal. Hier ist auch zum Beispiel der Busch ist noch, da sind die Blätter noch zu erkennen. Das war bei der anderen Kamera dann schon immer bei so ein bisschen schlechterem Licht. Ich habe jetzt gerade kein Vergleichsbild, weil die Kamera natürlich hier an meinem Power over Ethernet hängt. Die andere ist quasi so gerade stromlos. Deswegen kann ich es nicht direkt vergleichen, aber ich habe mein Bild von heute Morgen, heute Vormittag. Da ist es ein bisschen heller. Da sieht man, dass das nicht ganz so stark ist, also dass es wirklich gut ist.
Hier kann man dann halt auch das Ganze einstellen. Ich zeige euch das jetzt aber gar nicht hier. Ich finde, hier kann man gar nicht so viel machen. Beziehungsweise kann man schon viel machen, aber es ist von der Einstellung her, ist es genau das, was auf der Webseite ist. Das zeige ich euch mal eben. Das ist die Garage, wo jetzt gerade keiner ist. Und dann kann man hier Konfiguration. Fällt mir gerade auf, ich habe das Licht in der Garage angelassen. Da müsste ich gleich nochmal ausmachen gehen. Also ich zeige euch mal ganz kurz durch die Einstellungen durch. Das ist wirklich, wirklich groß, finde ich. Also genau, da kann man also quasi Lichtverhältnisse umschalten, switchen. Dann klar, das ist hier alles ein bisschen Standard, hier diese Bildeinstellungen, obwohl das auch wirklich so nicht jeder hat. Also das ist schon, macht jetzt für mich jetzt keinen Sinn, hier die Saturation zu verändern, aber die Sharpness vielleicht teilweise ein bisschen, wenn man merkt, auf Entfernung kriegt man vielleicht dann doch vielleicht noch eher mal ein Kennzeichen zu lesen. Dann kann man hier durchaus nochmal die Schärfe oder sowas umstellen. Ich brauche das jetzt alles nicht. Für mich ist das mehr oder weniger hier in der Garage jetzt zum Spaß. Und der Hof, da sieht man eigentlich alles, was man sehen will. Hier sind die Verschlusszeiten, das brauchen wir auch nicht. Das ist vielleicht für die Leute, die wirklich das Letzte rausholen wollen oder müssen. Tag-Nacht-Switch steht, wie gesagt, auf Auto. Die Sensibilität, Filtering Time weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also es ist auf jeden Fall, kann man alles einstellen. Hier kann man, dass er das weiße Licht zuschaltet, an- oder ausschalten. Ich lasse das jetzt mal an, weil das, also ich mache das nachher im Dunkeln mal aus, dass ihr das mal seht, wie der Unterschied ist. Hier ist übrigens, dass diese 10%, also hier auf 100 ist die Lampe voll an und auf 10% ist da eine ganz leichte Funzel an und man sieht alles im Raum fast. So wie da, würde ich fast sagen. Es ist natürlich Licht an, ist nicht ganz so, aber es ist wirklich gut. Ach, ich klicke einmal kurz durch. Ihr seht das ja, es ist wirklich, kann man hier auch einen manuellen, ja, man kann sogar einen manuellen Weißabgleich machen. Einen gelockten auch, das ist auch nicht schlecht. Neonröhre. Naja, der automatische ist ganz gut. Rauschreduzierung, das ist ja das, was vielleicht im Dunkeln nochmal interessant wird. Ich habe das jetzt einfach mal alles auf Standard gelassen. Da kann man im Dunkeln, wenn man wirklich fast gar kein Licht hat, dann kann man da mal gucken, ob das was hilft. Schauen wir uns nachher mal an. Und natürlich, wenn die Kamera umgedreht an der Decke hängt, kann man hier noch spiegeln, drehen. Das ist wichtig für die Lampen. Und der Strom, also die Hertz, dass es hier nicht flackert. Dann hier natürlich, das habe ich alles ausgeblendet. Das sind hier nur die Einblendungen. Das braucht man, wenn man viele Kameras hat und man nicht unbedingt erkennt, welche Kamera das ist, also von der Umgebung. Ich sehe jetzt ja, okay, das ist meine Garage. Aber wenn man das nicht sieht, weil man vielleicht auf einem großen Parkplatz mehrere Kameras hat, dann kann man da das einblenden. Hier kann man auch eine Privacy Mask, das können aber auch meistens die ganz günstigen Kameras auch schon. Da kann man dann halt Vierecke drüber legen, sodass man dann potenziell nicht Sachen sieht, die man nicht sehen soll, wie zum Beispiel, da kann man dann Fenster ausblenden von Nachbarn, die man eigentlich gar nicht filmen darf. Aber man kann auch Fenster ausblenden von den eigenen Kindern zum Beispiel oder irgendwas, wenn man das ausblenden möchte. Ja, dann hier. Das sind auch die Videoeinstellungen, das ist quasi der Hauptstream. Also das ist jetzt nicht, also das ist die Haupteinstellung für das Bild. Da kann man die WQHD auswählen, was ich gar keinen Grund sehe, das nicht zu tun. Ich weiß gar nicht, ob es manche gibt, die sagen, ich brauche nur Full HD. Vielleicht ja, wegen vielleicht den Speicherdaten, Daten, die gespeichert werden. Dann natürlich Bitrate, das würde ich auf variabel lassen, weil wenn nicht viel zu komprimieren ist, wieso soll er denn eine hohe Bitrate haben?
Videoqualität habe ich natürlich auf Highest, Framerate habe ich auch auf Highest 20 FPS. Das ist eigentlich schon ganz schön gut für eine Überwachungskamera. Das ist das, was ich meinte mit dem Schnee. Man sieht das ja eigentlich ganz, ganz gut, dass diese Kamera eine relativ hohe FPS hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei anderen Kameras ist es jetzt nicht wie hier eine Videokamera. Also das, was wir zum Aufzeichnen nehmen, wir YouTuber sozusagen, die haben natürlich 60 FPS. Aber so als Überwachungskamera ist das schon echt ordentlich. Die Bitrate habe ich auch auf ganz hoch geschraubt. Also die maximale. Er macht ja hier, wie gesagt, eine Variable. Wenn er sie nicht braucht, braucht er sie nicht. Und das ist hier das, was ich meinte mit dem Video-Encoding 264, 265. Und in dem Fall habe ich sogar das Plus angeschaltet. Dann sieht man wirklich, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Ich blende mal was ein, mal gucken, ob ich das finde im Vergleich, wie viel Daten gespeichert werden bei 265 Plus im Gegensatz zu 264, was die meisten nur können, dieses Video-Encoding. Okay, dann. Das hatten wir schon, Event, das ist nur, was er machen soll. Motion Detection ist für mich teilweise interessant. Vielleicht schalte ich das mal an. Ja, da kann man halt, das kennt ihr schon alles, kann man zum Beispiel alles Clear All. Da kann man sagen, ich möchte gerne, nur wenn einer hier an meinem Werkzeug steht, möchte ich gerne, dass die Kamera aufnimmt. Macht jetzt bei mir keinen Sinn. Deswegen speichere ich es auch nicht. Ihr kennt das, das ist alles Standard. Ich will das jetzt Video also auch nicht zu langweilig machen, aber es gibt halt verschiedene Alerts, die man sich schicken lassen kann. Man kann auch sagen, dass er mir, das finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht, dass man hier sagen kann, also das hat jetzt die Motion Detection, da kann man auch auswählen, ob er eine E-Mail schickt, aber das hier finde ich auch nicht schlecht, dass man sagen kann, ich möchte, wenn jemand sich in die Kamera einloggt, eine E-Mail bekommen. Das finde ich auch nicht schlecht. Oder dass man zum Beispiel auch eine Notify im Surveillance Center bekommt, dass jemand sich auf die Kamera angemeldet hat. Zertifikat, ein eigenes, das ist auch nicht schlecht. Das finde ich auch eine gute Sache. Also das ist das, was ich meine. Die Einstellungen sind insgesamt sehr umfangreich. Das ist klar. Bildeinstellungen und sowas, das hat man dann bei immer fast eigentlich, sage ich jetzt mal. Aber was hier noch so nebenbei an Einstellungen rumdümpelt, ist echt selten, sage ich jetzt mal. Also da müsst ihr schon lange nach Kameras suchen. Ich finde das echt nicht schlecht. Quality of Service ist auch wichtig, je nachdem, was übers Netz soll und was nicht. Also hauptsächlich auch zum Einschränken kann man das auch gut nehmen, damit da nicht euer ganzes Netz runtergezogen wird wegen der Kamera. Oder wenn die Kamera das Wichtigste ist im Netz, dann kann man natürlich das umgekehrt machen. Ja, Netzwerkprotokolle, Verschlüsselung und OnViv, alles da. Da waren wir schon. Ja, das ist eigentlich ziemlich vollgepackt mit Einstellungen. Ja, ziemlich cool für einigermaßen schmales Geld. Jetzt wird es auch draußen langsam schon dämmerig. Ich freue mich gleich, zeige euch nochmal die dunklen Bilder. Ansonsten wirklich eine echt gute Kamera. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung noch einen Rabattcode. Da könnt ihr noch im Moment 15% Rabatt kriegen auf die Kamera. Ansonsten schauen wir uns jetzt eben nochmal kurz die Bilder an im Dunkeln. Ich muss jetzt erstmal warten, bis es dunkel wird. Es ist 8:30 Uhr. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ist jetzt hier nur das Eingangslicht angegangen. Aber hier ist stockdunkel. Ich habe hier nur diese Fackelleuchten. Das sind diese Stehleuchten mit solchen Fackellampen drin. Seht ihr die? Das ist, glaube ich, alles relativ dunkel. Also die Kamera ist eine Pocket 2, die ist relativ aktuell. Die macht eigentlich gute Aufnahmen auch bei Lowlight, aber das ist halt jetzt das sind jetzt normale Kameras, die können einfach nicht mehr. Ne? Ihr seht jetzt im Hintergrund habe ich da eine Straßenlaterne, seht ihr das? Hier ist eine Straßenlaterne, dann sind hier die drei Stehleuchten. Und hier sieht man jetzt alles nicht. Hier ist jetzt die Kamera.
Und ich weiß, ich habe gerade auf dem Rechner geschaut, die Kamera hier ist hier für die alles noch relativ gut sichtbar. Ich sehe das jetzt mit meinen Augen auch noch einigermaßen. Also hier ist es nicht stockdunkel. Ich mache jetzt gleich nochmal diese Stehleuchten aus. Und dann gucke ich mal, wie dunkel wir das hier kriegen und wie es dann aussieht. So, jetzt habe ich die Leuchten mal ausgemacht. Wie ihr seht, jetzt sind die Standleuchten aus. Man sieht, also ich sehe jetzt mit meinen Augen noch einigermaßen, wo ich bin. Aber die Kamera wird wahrscheinlich nicht viel sehen. So, jetzt gehe ich mal eben rein und mach das weiße Licht von der Kamera an.